Auch von meiner Seite nochmal guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben gerade eine Lesung aus dem Young Migrants Blog gehört und als eine der Autorinnen, als Redakteurin und Massimo hat es schon erwähnt, auch als Koordinatorin des Young Migrants Blogs, habe ich heute die Ehre, mit anderen jungen antirassistischen BloggerInnen bei diesem ersten Panel ins Gespräch zu kommen. Und wir werden immer mehr. Der Andrang ist groß. Genau, ich bin Maura Magni und auf diesem ersten Panel heute Abend Bloggen gegen Rassismus, ihr seht es schon hier hinter mir, wird uns ganz besonders die Frage interessieren, welche Potenziale, aber auch Grenzen Social Media in unserem Kampf gegen Rassismus bietet. In leider nur 45 Minuten werde ich versuchen, so viel wie möglich aus euch allen rauszukitzeln. Und dafür werden wir in einer ersten Runde erstmal mit ein paar Fragen spezifisch an jeden und jede Einzelne von euch beginnen. Und dann in einer zweiten Runde werden wir über eine gemeinsame Diskussionsfrage versuchen, miteinander ins Gespräch und die Debatte zu kommen. Ja, aus Deutschland sind heute Abend auf diesem ersten Panel Tarik Tesfu und Sarah Heinze dabei. Und hier auf der anderen Seite unsere internationalen Gäste aus Kroatien, Milena Zajovic und Andras Juchas aus Serbien. Genau, ich würde sagen, wir begrüßen erstmal unsere Panelisten mit einem großen Applaus. Können wir ein bisschen rüberrutschen? Ja, auf jeden Fall. Can we move a little bit there, because poor Tarik is covered by a desk. So besser? Viel besser. Okay. Ja, genau. Sondern Tarik, ja. Das ist super. Du kannst dir sofort das Mikro schnappen, nämlich Bloggen gegen Rassismus. Ich würde sagen, wir fangen sofort an und total gerne mit dir. Also, meine ersten Fragen würden an dich gehen. Du bist seit 2015 Content Creator auf YouTube mit deiner Videokolumne, erst unter dem Namen Tariks Genderkrise und aktuell unter deinem Namen Tarik Tesfu. Du bist sehr bekannt geworden dadurch und seit einem Jahr bist du jetzt auch Host beim ZDF bei dem Programm Jäger und Sammler. In deinen Videos generell, ich lese hier das Zitat nach, setzt du dich für die Gleichberechtigung aller Geschlechter ein und zeigst dabei Rassismus, Sexismus, Homo, Trans und Islamfeindlichkeit den Stinkefinger, in deinen eigenen Worten. Meine erste Frage wäre, ob du uns erzählen kannst, wie du damals auf die Idee kamst, Tarik Genderkrise, die Videokolumne auf YouTube ins Leben zu rufen. Was war deine Motivation? Was wolltest du erreichen? Und vor allen Dingen auch, wieso hast du dich für YouTube oder generell das Internet als Plattform entschieden und nicht etwa eine politische Gruppe zum Beispiel? Eine politische Gruppe. Eine politische Gruppe? Genau. Was ist das? Aha. Ja, hallo erstmal und danke fürs Einladen. Also erstens mal, warum ich das mache, was ich mache, ist natürlich Punkt 1, ich bin eine Rampensau. Das gehört dazu, glaube ich, wenn man Videos machen möchte. Also ein bisschen Narzissmus, ein bisschen Ego ist auch bei mir drin. Aber ich nutze diesen Narzissmus für etwas Positives und zwar gegen Rassismus. Und mich hat einfach früher oder immer noch krass genervt, dass ModeratorInnen oder auch so ExpertInnen in TV-Shows halt über mich gesprochen haben. Aber ich selten neben ihnen gesessen habe und selber sprechen durfte. Das heißt, es wurde dann gefragt, ob es Rassismus wirklich gibt von einem weißen Dude. Und bei Anne Will wird dann diskutiert, ob der Islam dazu gehört oder nicht. Und dann gibt es dann auch immer mal eine betroffene Person. Die sitzt dann aber meistens gar nicht mit auf der Bühne, sondern meistens so im Eck so und ist ganz, ganz traurig und traumatisiert und ja, aber darf halt nicht mit aufs Podium. Und ich dachte mir so, so kann es halt nicht gehen und es braucht mehr Diversität überall. Und das habe ich dann versucht mit meiner Kolumne halt zu machen, Tariks Genderkrise. Und
Genau, das mache ich mittlerweile. Und da war noch eine dritte Frage. Warum das Netz? Ich hatte vom Netz eigentlich gar keine Ahnung. Ich hatte noch nicht mal ein Smartphone. Auf Facebook war ich auch nicht mehr. Wollte eigentlich immer ins Fernsehen. Da merkt man, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ja? 25 plus. Genau, das Fernsehen wollte mich aber nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so, na guck mal, dieses Internet, da kann man ja, ohne dass jemand das will, Sachen hochladen. Und dann habe ich das gemacht und ja, habe dann mittlerweile jetzt auch Facebook, auch Instagram und verstehe das jetzt auch, warum man das nutzen sollte und nutzen kann und mach das. Und eine Gruppe, warum hätte ich mir eine Gruppe suchen sollen, eine politische Gruppe? Das verstehe ich nicht so richtig. Ja, nee, das ist total legitim. Das Internet, das dachten wir uns auch so als Young Migrants Blog, ein großes, weites Feld, kann man gut nutzen. Ungefähr genauso unerfahren wie du am Anfang. Jetzt bist du aber über die Zeit ziemlich erfolgreicher geworden mit deinen Videokolumnen und hast unzählig viele Follower mittlerweile, bist zu so einem kleinen Star in der Szene geworden. Warum glaubst du, bist du so erfolgreich mit deinen Videos? Weil ich einfach ziemlich gut bin in dem, was ich mache. Also, ein Applaus. Nein, also doch auch. Aber ich glaube, weil es das einfach so in der Art vor 3 Jahren einfach nicht gab. So, und ich glaube, manchmal ist es gut, Dinge zu machen, die es noch nicht gibt. Und nur weil etwas nicht da ist, heißt das nicht, dass es einen Bedarf gibt. Und ich glaube, dass... genau, viele Leute das einfach gucken, weil ihnen etwas gefehlt hat. Also ich mache zum Beispiel meine Videos, mache ich ja ganz bewusst, ich versuche halt manchmal lustig zu sein, so. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Und ich dachte mir einfach so diese akademischen Diskurse, ich habe mal Gender Studies studiert, was super war, aber ich war halt teilweise genervt von diesem akademischen Diskurs. Da wurde über etwas gesprochen, was alle Menschen verstehen sollten und aber nicht alle verstehen es. Und Judith Butler schreibt tolle Bücher, aber sorry Judith, keiner schnallt's. Ja? Also, und das Ding ist ja auch, Judith Butler schreibt über Macht und Sprache und keiner versteht's. So. Okay, kann man schon machen, aber da muss man sich fragen, was man damit erreicht. Und ich wollte halt einfach über die Themen sprechen, das halt einfach runterbrechen, damit halt jeder schnallt, Rassismus ist da und beschissen und wir alle müssen was dagegen machen. Ja, geil. Das hat auch nochmal einen Applaus verdient, auf jeden Fall. Genau, du hast es gerade schon erwähnt, du hast mal Gender Studies studiert und deine Videokolumne hieß am Anfang ja auch Tariqs Genderkrise. Meine letzte Frage jetzt spezifisch an dich erstmal wäre, du hast dich Genderkrise genannt. Auch für uns als Young Migrants Blog ist Gender ein wichtiger Bestandteil. Auch wenn wir natürlich den Fokus auf Antirassismus legen, haben wir einen ganzen Bereich für Gender und feministische Fragen. Und deshalb würde mich interessieren von dir, ich hatte das Gefühl, im Laufe der Zeit hat sich dein Fokus ein bisschen verschoben, vielleicht kann man das so sagen, oder zumindest ausgeweitet von queer-feministischen Themen immer mehr auch auf das Thema Rassismus. Und jetzt vor einem Monat erinnere ich mich, auf der Endkundgebung der Unteilbar-Demo hast du auch angekündigt, Familienminister werden zu wollen. Er ist schon Heimatminister, du wolltest es werden, das hört sich erfolgreich an, musst du gleich noch mehr erzählen. Meine Frage genau wäre gewesen, wieso hast du dich nicht als Familienminister aufgestellt, salopp gesagt oder anders gesagt, wo siehst du die Verbindungen zwischen Sexismus und Rassismus, aber auch eben Feminismus und Antirassismus? Also Feminismus funktioniert für mich niemals antirassistisch so, weil ein Feminismus, der Rassismus betreibt. Also es gibt nirgendwo eine Feminismuspolizei, aber wenn es eine gäbe, dann würde die sagen, das geht nicht so. Also ich kann nicht gegen Sexismus mich stark machen und dann mich selber rassistisch verhalten. Das heißt nicht, dass sich Feminismen nicht auch rassistisch verhalten dürfen, weil das passiert. Das passiert bei mir genauso. Ich bin auch öfters mal rassistisch, weil auch ich hier groß geworden bin. Also ich kann mich nicht komplett von diesen Bildern lösen. Und auch ich nehme eine Gruppe von nicht-weißen Männern manchmal anders wahr als eine Gruppe von weißen Männern. Aber trotzdem muss das reflektiert werden. Und es darf auch nicht so getan werden, als
würde es so etwas nicht geben, auch bei Menschen, die sich gegen Ismen positionieren. Und deswegen ist das, glaube ich, bei mir so ein bisschen automatisch gekommen. Also ich glaube auch, dass ich mittlerweile viel über Rassismus oder mehr über Rassismus spreche, weil im Moment auch viel darüber gesprochen wird und mir aber auch da wieder die Perspektive fehlt, weil ich mir denke, Mensch, Leute, seid halt nicht so überrascht, dass der ganze Mist gerade passiert, wie er passiert. Also das ist alles logisch und es überrascht mich nicht. Es überrascht mich auch nicht, dass die AfD im Deutschen Bundestag sitzt. Das ist total bescheuert und beschissen, aber überraschend tut mich das nicht, weil Rassismus gab es schon vor der AfD und Rassismus beginnt auch nicht erst, wenn Neonazis mir... Ja. Genau. Genau vor 80 Jahren. Heute vor 80 Jahren ist Rassismus entstanden. Und genau, und natürlich beginnt Rassismus auch nicht erst, ja, und das ist mir einfach wichtig zu zeigen. Und ich glaube, deswegen stelle ich mich da einfach thematischer jetzt ein bisschen stärker auf. Okay, das ist schon eine super Überleitung. Und zwar zu dir, Sarah. Mit dir würde ich weitermachen. Du lebst nämlich im Nazi-verseuchten Cottbus und engagierst dich dort als Person of Color, wie du selber sagst, gegen Rassismus. Du bist Theaterpädagogin und viel in diesem Bereich auch unterwegs. Aber im Rahmen deines Engagements bloggst du auch bei FICO, dem Magazin für gute Sachen und gegen schlechte. Wo selbsternannte Gutmenschen gegen Rassismus, Sexismus, Ausbeutung und Unterdrückung schreiben. Auf FICO schreibst du, dass bisher alle deine Strategien gegen Rassismus gescheitert sind. Deswegen, ich zitiere, deswegen dachte ich mir, ich probiere jetzt mal was Neues aus und schreibe. Vielleicht klappt das ja. Beim Young Migrants Blog habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr empowernd sein kann, aus einer migrantischen Perspektive zu bloggen, damit an die Internetöffentlichkeit zu gehen. Ich habe es teilweise auch als erleichterndes Ventil wahrgenommen. Daher ist meine Frage an dich, hat dir das Schreiben auf einem Blog bisher als Strategie gegen Rassismus geholfen? Ja. Punkt. Also so viel vielleicht erstmal. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand eure Texte so irre. Ich fand eure Texte so wahnsinnig. Vielen Dank dafür. So, ich muss das erstmal zu Ende verwurschteln und was du so gesagt hast. Und ich bin gerade noch ein bisschen in anderen Sphären. Ich komme mal kurz hier an. Genau. Ich heiße Sarah Fortun-Heinze, ich schreibe für FICO, das Magazin für gute Sachen und gegen schlechte. Und ich arbeite am Theater als Theaterpädagogin, aha, genau. Und es hat mir geholfen zu schreiben. Ah ja, genau, jetzt weiß ich, wo ich hin wollte, so. Und zwar ist es eigentlich genauso, wie du das auch beschrieben hast. Ne? Es geht ums gehört werden und vor allem ums Ausreden dürfen. Und vor allem finde ich auch, sich selber die Anlässe zu schaffen und zu nehmen, den Fokus auf die Dinge zu setzen, auf die man sie eben setzen möchte. Und nicht, wo kommst du jetzt eigentlich her und willst du da nochmal hin zurück? So, okay, Will ich jetzt eigentlich dir eine runterhauen oder will ich dir jetzt irgendwie pädagogisch wertvoll erklären, warum es problematisch ist, dass du mich jetzt das gefragt hast oder will ich einfach gehen oder will ich mal was ganz anderes ausprobieren? So, nein, das hat was mit Agieren zu tun und nicht immer dieses Reagieren. Und das, finde ich, ist das Selbstermächtigende und das Empowernde. So, und diesen Artikel, den du zitiert hast, den ich für FICO geschrieben habe, der hat ja unter anderem dazu geführt, dass ich bei so einem absolut
witzigen, komischen Sat.1-Format gelandet bin, die Dinner-Show. Da wurden wir bekocht von so einem Star-Koch und ich saß auf einmal mit lauter absoluten Medienmenschen irgendwie am Tisch mit Piazza Nussi Bliss. Also ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, aus Der Alte unter anderem, und diese Krimiserie. Meine Mama hat die total gerne geguckt. Inzwischen hat sie auch ein Autogramm von Pierre und freut sich da sehr drüber. Und Marius Jung, Autor, und Diane Kudura, Schauspielerin und Autorin. Und Pierre ist ja auch Autor. Und ich, hallo, ich bin Theaterpädagogin, ich schreibe für Fico, ich mache Musik, ich mache Sachen. Und auf einmal war ich da und konnte dann im Fernsehen einfach über das sprechen, was mich beschäftigt. Das ist ja ziemlich cool. So. Voll, auf jeden Fall. Mega cool. Und ich frage mich jetzt, wenn du sagst, das Ermächtigende liegt auch besonders darin, einfach irgendwie rauszugehen und eigene Punkte zu setzen und auch nicht immer nur reagieren zu müssen auf eine Vorlage. Das kann man im Fernsehen, das kann man über das Theater, das kann man in der politischen Gruppe, als Demo oder wie auch immer. Welchen Stellenwert sozusagen unter all diesen Optionen oder auch in deinem eigenen Engagement räumst du Social Media ein oder spezifisch dem Bloggen? Also welches Verhältnis siehst du zwischen Straße und dem Netz, aber auch der Theaterwelt zum Beispiel? Also ich finde, ob jetzt offline oder online, im Theater oder außerhalb vom Theater, in Berlin oder in Cottbus, geht es um Sichtbarkeit, ne? Also deswegen heißt ja euer Groß... Ach, das ist was anderes. Ach, Fico. Ach, guck. Muss man sich mal umdrehen. Okay. Ah, das Foto ist übrigens in Stuttgart auf dem Weindorf entstanden. Ich bin nämlich Schwäbin. Das steht ja auch da. Okay. Genau. Wo war ich jetzt? Ah ja. Verschiedene Dinge haben miteinander zu tun. Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, genau. Und zwar... manchmal habe ich das Gefühl, schon alleine in Cottbus zu wohnen und meine Arbeit zu tun. Also ich arbeite da fürs Staatstheater Cottbus, das einzige Vierspartenhaus in Brandenburg. Das kriegt man immer dann so erzählt. Und ich sehe, wie die Leute mich angucken. Ich mache ganz viel Theaterführungen unter anderem. Und dann immer dieser Blick so, ach so. Ach, das ist die Theaterpädagogin. Aha, okay, alles klar. Und manchmal habe ich das Gefühl, Dinge tun und dabei schwarz sein, ist in Cottbus schon Aktivismus. Ne? Also das ist so banal und deswegen, ich meine das auch wörtlich, ne? Es geht um Sichtbarkeit. Und natürlich geht es auch online um Sichtbarkeit, weil das ist ja, also das erzähle ich ja niemandem was Neues, das ist ja dieses Ding mit den Privilegien, wenn man sie hat, dann merkt man nicht, dass man sie hat. Also außer man denkt mal nach, das ist immer eine gute Idee. Aber ja, also man muss ja erstmal die Dinge reflektieren, die einen nicht zwicken. Ne? Weil wenn einen nicht zwickt, hat man ja erstmal irgendwie keinen direkten Grund, das zu tun, außer ganz viele andere Gründe, aber es zwickt einen halt nichts. Und online migrantische oder POC-Perspektiven oder Erfahrungen mit Altersrassismus, Sexismus sichtbar zu machen, das macht Dinge sichtbar. Und ich möchte eine Sache erzählen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt direkt beantwortet, aber es ist mir irgendwie ein Anliegen, und zwar meine Entscheidung, nach Cottbus zu gehen und da als Kulturvermittlerin zu arbeiten, theaterpädagogisch zu arbeiten, war auf jeden Fall eine politische Entscheidung. Ich bin fürs Musiktheater unter anderem zuständig, ich mache da Opernvermittlung, ein Teil dachte von mir auch, es ist eigentlich ziemlich witzig, als schwarze Frau nach Cottbus zu gehen, in den tiefen Osten und Opern zu vermitteln. So, schon allein deswegen. Naja. Opa ist außerdem, also ich finde, es eine tolle Kunstform und es ist ein toller Anlass, um darüber zu verhandeln, wem gehört eigentlich die Kultur, und das ist Hochkultur eigentlich. So, deswegen finde ich das spannend und es gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, genau, ich habe einen Artikel gelesen, bevor ich nach Cottbus gezogen bin, und da kam ein Sozialarbeiter zu Wort, der über das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage gesprochen hat. Und da kam auch ein junger Mensch zu Wort, türkischer Migrationshintergrund, glaube ich, hat gemeint, dass das, also eigentlich, was vor allem scheiße ist, dass
nie jemand, eine Lehrerin, Lehrer, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, der so aussieht wie ich, so platt. Und da habe ich dann meine eigene Kindheit gedacht, auf dem schwäbischen Dorf. Und das ging mir halt aber gleich. Es ging mir genauso. Und es war ätzend. Manchmal denke ich mir, wie wäre es denn eigentlich gewesen, wenn das anders gewesen wäre? Also auch wieder Sichtbarkeit. Und letztens hatte ich einen Praktikanten, einen jungen Mensch, der, also auch POC. Und irgendwann saßen wir zusammen. Und ich meine, sag mal, Tarik, ich habe seinen Nachnamen nicht gesagt. Okay, das ist bestimmt in Ordnung. Zu spät. Sag mal, Tarik, wie geht's dir denn mit deiner Hautfarbe eigentlich in Cottbus? Und dann haben wir uns lange drüber unterhalten und er hat von seinen Erfahrungen erzählt. Ich habe auch gemeint, du, ich würde dir absolut gerne die Strategie einfach präsentieren, die immer funktioniert. Ich glaube, die gibt's nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Strategien und es geht darum, die zu finden, mit der es einem gut geht und immer wieder neu sich da zu befragen. Und dann meinte er zu mir, weißt du, Sarah, als du zu uns in die Klasse gekommen bist, ich habe so ein Projekt vorher mit der Klasse gemacht, deswegen wollte er dann Praktikum machen bei mir oder bei uns. Und ich fand das so cool, dass du das warst und dass du so, also du mit dem, wie du aussiehst. Und ich finde das so cool, dass ich bei dir Praktikum machen kann. Und da hat sich für mich in dem Moment genau das eingelöst, weswegen ich auch nach Cottbus gekommen bin. Und ich glaube, ja, also nur so ein Beispiel, ja, Sichtbarkeit. Alles klar. Sichtbarkeit, ein Applaus auf jeden Fall da. Genau, vielen Dank dir auf jeden Fall erstmal. Sichtbarkeit ist ein wichtiger Punkt in all unseren Projekten. Ich drehe mich mal auf die andere Seite zu unseren internationalen Gästen. Und fangen wir dir an, Milena. Are you serious? Is a volunteer-run media and advocacy group for refugees' rights in Croatia since 2015. Also, you provide supported information for volunteers and refugees on the Balkan route. Besides your integration center in Croatia and your work in the field in other countries, you also run a news platform. And today, I would say most volunteers and refugees all over Europe and also big media as the BBC and Al Jazeera and big political organizations as even the UNHCR rely on your information. So I would like to ask you, why do you consider online media an important tool to achieve your goals? Well, you basically said it already. Well, I can tell you a bit like how we started and how we got here, because I think it illustrates the importance of making use of, for example, even social media such as Facebook for activism and for grassroots spreading of information which wouldn't normally come to the mainstream media. So in the summer of 2015, the refugees started arriving at large numbers to the Balkans. And few of us, like regular citizens, who remembered our own war in the 90s, and many of us were refugees then, we had this like instinctive reaction to go to the field to support these people with distributing basic necessities at first, such as food, water, diapers for babies, etc. And at that time, it happened rather quickly. Around 5,000 people were passing through our country per day. The transit was semi-organized. Sometimes some parts of the route they passed by trains or by buses. Sometimes they walked through mud for kilometers. And individual civil volunteers were basically the only ones providing this like first support, like bare necessities, literally, because the bigger organizations such as UNHCR and Red Cross were non-existing at the moment. They were, of course, in their offices, but not in the field. First thing they did, actually, when they arrived was to report us because we weren't registered to give out food. And at one point, there were like a lot of different small groups of citizens helping, but there was a lack of communication between them. And I noticed that, especially having in mind such large numbers of people, we didn't know when they will arrive, what will they need, what was already being done.
And since I'm a professional journalist, this is what pays my rent, I decided to use like my info-gathering knowledge to share this information. And I started using Facebook because this is something that almost everybody uses. And at first it was very simple. It was like a news blurb saying, hey, volunteers in Dobova, which is in Slovenia, be prepared. There will be a train coming at midnight. They have 800 people inside, 100 of them being babies. They got clothes, but they will need food. Stuff like this, very, very basic. It was several times a day, like a new Facebook post. Over the course of 3.5 years, it transformed into a, I would say, much more ambitious and much bigger news platform, which has around between 20 and 30 everyday permanent collaborators. We are divided in three teams, info-gatherers, editors, and proofreaders in the end. And this is like the example of what we do. We have daily overviews of the situation in the route, but also we have like a special reports from different field or something that needs a bigger focus. And what we managed to do in these 3.5 years is that we really became a relevant like a news source, not only for the bigger media, who first kept silent, and we said, okay, we won't like copy paste what you say. We will publish only raw information from the field. So everything that we publish always comes directly from the field, either from refugees or from volunteers. Whatever is published here, it's like literally from the camps, from the borders, from that same mud where we were 3.5 years ago. And the funny thing happened because instead of us copying the big media, they actually started taking our news and publishing it. And not only big media, but really like big organizations, all the embassies who work in the Balkans, they all follow our news regularly. And just the example of how far basically you can reach if you just rely on grassroots reporting and the media outlets that are already there and free tools. I spent a few days of this week in Strasbourg at the plenary session of European Parliament, where I was invited to give like a briefing to MPs regarding the situation in the Balkans now, and this is not the first time that this is happening. So I'm sitting with several members of European Parliament talking shit about my country because we are beating people at the border. And then one of their advisors comes and she's bringing her mobile phone and she says like, check out this video from Croatian border. This is the first time that actually somebody managed to film the violent pushback. And this girl sitting here in Ijara was the one who sent this video to us. And we said, yeah, and those MAPs said, yeah, this is one, you know, person from this group who published this sitting with us. And they were all like very eager to hear what's going on. The next day, The Guardian published this video. So, you know, it's really, it's empowering and it's kind of encouraging to see that you're recognized in the places of power, because if we can reach the places of power, being ordinary citizens using only free online tools, then maybe a change can happen. Nice words. Yes. Yes. Wow. I mean, we would wish the same for the Young Migrants blog, so maybe we can learn from you. So you're writing for and about refugees mainly. My question as the Young Migrants blog is, for us, obviously, it is very important to speak from a migrant perspective. So I would like to know, which role do refugees themselves play in your projects and especially their voices on your news platform? Well, since we had to register the NGO in order to avoid getting into jail if we get any donations or stuff like this, we now have different teams and we, of course, don't only do this news information thing, but also we have a lot of integration programs, etc. So I would say refugees themselves are around 70% of our volunteers when it comes to integration work. When it comes to information work, I would say maybe half of our news sources are refugees. The other half is volunteers in the field.
whatever they send us, if it can be verified, of course, because we follow the basic journalist principles in our work, is published unamended. So they have an open platform. When I say they, I don't mean only refugees, but also volunteers and anybody else who has important information from the ground to share. Within the editorial team, I think at the moment we don't have any refugees, but I think, because some of us never met in person, and for example, one of our editors here, Italian girl named Christina, for 2 years I thought she was a British guy named Chris, because that's what says on her Facebook page. So I cannot guarantee at the moment. What I can tell you is that now we have decided to, because this was like a popular demand, we have decided to also start our weekly reports in Arabic and Farsi. So we will have members of the refugee community translating our news on a weekly basis, and they will be the only ones getting financial compensation. All of us are doing this for free for the last 3.5 years. They will get a small amount of money, the amount that we can afford, because they're still struggling to find any kind of job in their destination countries, and we felt that this needs to be recognized and supported. Yes, thank you, Milena. From Croatia to Serbia. Andras, you are part of Mašina, a Serbian left-wing media project that contributes to the development of local media. You train young journalists and inform online on social issues from a critical perspective. As to us, also in your work, the social question and an anti-capitalist approach are central. What I would like to ask you is, against this backdrop, can you tell us what role do racism and migration-related issues play in Serbia and consequently in your work? Okay, so just to add to the educational point, so we started out as a mainly educational platform in a, I would say, almost complete absence of a left voice on the Serbian media scene. Since then, this was in 2014, things have changed. And now we don't do the education anymore. We are mainly focusing on media production. We are trying to, as I like to say, get out of the left bubble. So this is kind of maybe the biggest question for us, how to do this. And also to do as much as possible in terms of like discursive organizing. So it's a form of political organizing where you try to influence the media discourse in certain ways. As far as the question of racism goes, your question is how relevant is the question of racism in Serbian like politics and the question of migration? So I would say it's not... In Serbia and in your work. Mm-hmm. Okay. Okay, so since we are mostly focusing on Serbia, then our work is obviously quite related to the Serbian context. I would say that when we are talking about racism, what is really present is racism towards Roma. This is an issue, but other than that, I would say that racism is not a key factor in Serbian political life. And also the question of migration is, it's not a topic that is like heavily discussed and really present in the media, and it doesn't play like a major role in political campaigns. It's not like, for example, in Hungary, you know, you won't find like huge anti-migrant propaganda in politicians, you know, speeches or campaigns. Okay, you already mentioned like one of your major concerns is how to get out of the left bubble. I think this is a concern of a lot of us, and also of us as the Young Migrants blog. So can you share maybe some strategies? How do you do that? Did you find a way how to get out of the leftist bubble? We are looking for... Yes, we are looking for that. What I can share is what we are trying to do and what we are working on.
for the last, I don't know, maybe 2 years intensively. So one of these things are to develop contacts with other leftist organizations and with the major, you know, left-related organizations, which are labor unions. They still exist. They still have the biggest influence within the working class, although it is deteriorating. So this is a huge issue for us to develop both formal and non-formal contacts within the labor union movement. And another thing, what we are trying to do is to build relations with journalists in mainstream media, or at least media which is bigger than ours. So we do this by either organizing events where we invite them, or, you know, just non-formal communication, or invite them to write for us. But this is, I think, it's a lot of work, but I think it brings results on you know, long term. So you can, you know, you can influence a little bit maybe content which appears then in mainstream media. And I think that if we do want to get out of the leftist bubble, we definitely have to somehow develop contact with mainstream media. Without that, you know, it will be quite limited, I think. So these are starting points. I think it's a big challenge how to get out of the left bubble. I think we would have to change scenario two. But actually, thank you a lot. Das ist eine gute Überleitung. I'll go in German, so. Eine gute Überleitung auch im Grunde zu meiner letzten Frage. Ich schaue hier nämlich die ganze Zeit schon etwas panisch, ähnlich panisch wie der Rassismus, auf die Uhr. Genau, meine letzte Frage wäre, wir haben jetzt viel über die Potenziale von Social Media, dem Internet und auch ganz besonders Blogs gesprochen. Warum ist das wichtig? Was kann man dadurch erreichen? Aber in dieser Diskussion soll es ja auch um die Grenzen gehen von Social Media und die Grenzen von Bloggen in unserem Kampf gegen Rassismus. Heute Nachmittag zum Beispiel hier beim World Café haben wir diskutiert, welche Gefahr geht eigentlich von Hate Speech aus? Welche Gefahr von Fake News trägt Social Media eigentlich zu Prozessen der Kollektivisierung oder der kollektiven Organisierung bei oder eher zu Prozessen der Vereinzelung? Ich habe da zum Beispiel den individuellen Blogger oder die große, erfolgreiche Influencerin vor Augen. Und welche Stimmen sind überhaupt repräsentiert im so vermeintlich herrschaftsfreien Raum des Internets? Wie herrschaftsfrei ist dieser Raum überhaupt? Und kurz gesagt, meine Abschlussfrage an euch alle wäre sozusagen auch gerne zur Diskussion unter euch. Was denkt ihr, sind neben den Potenzialen von Social Media eben auch die Grenzen und Gefahren oder allgemeiner von Online-Media für unsere antirassistischen Kämpfe? Mal so nebenbei, also. Also zum Beispiel, ich gebe einfach noch ein paar Impulse sozusagen. Ich habe jetzt gerade davon gesprochen, von Prozessen der Vereinzelung. Das hört sich jetzt sehr hochgestochen an. Aber zum Beispiel du, Tarek, du bist sehr bekannt. Und ich meinte schon vorhin, du bist ein kleiner Star oder du genießt viel Einfluss auch auf deine Follower. Würdest du sagen, das ist das politisierend, ist das empowernd für die Leute oder verfallen auch Follower teilweise eher in so eine passive KonsumentInnenhaltung und geben sich halt so ein bisschen Antirassismus vor dem Einschlafen, das war es dann auch, gute Nacht so? Oder siehst du zum Beispiel in dem Punkt Gefahren oder läuft das eigentlich? Also erstmal so bekannt bin ich jetzt auch nicht. Also es läuft schon nicht schlecht, aber es würde helfen, wenn ihr mich nachher auch alle liked, die es noch nicht gemacht haben. Und ja, also ich glaube, wenn wir über Grenzen und Möglichkeiten sprechen im Internet, dann geht es um Grenzen und Möglichkeiten offline wie online. Also das Internet ist hier ein Ort, der von Menschen gemacht wird. Das heißt, dort passieren Dinge, die halt auch offline passieren, weil halt Menschen das Netz
programmieren oder Menschen dafür verantwortlich sind, dass da Content veröffentlicht wird. Also, surprise, surprise, ist das Netz auch ein Ort, wo Rassismus, Sexismus, Islamfeindlichkeit, Trans-Interfeindlichkeit passiert, weil sie ja auch offline passiert. Und ich bin mittlerweile auch kein Fan mehr von dem Begriff Hate Speech. Also ich lehne diesen Begriff ab, kategorisch mittlerweile, weil das, was da passiert, hat einen Namen. Und der Name ist Rassismus, Sexismus, Islamfeindlichkeit und eben nicht Hate Speech. Hate Speech klingt so, ja, hast du ein bisschen Hate Speech, ne? So, hab dich doch nicht so. Im Internet sind die Menschen halt nicht ganz so nett, bla bla bla. Und nein, es geht da um Gewalt. Das, was da passiert, ist eine Form von Gewalt und genauso wirkt sie auch bei den Menschen, die diese Gewalt abbekommen. Und da ist der Begriff Hate Speech viel zu harmlos. Es geht um Gewalt durch Worte und das kann manchmal genauso, ja, genau. Und das kann sich manchmal genauso krass anfühlen, wie wenn mir jetzt jemand einfach eine Ohrfeige gibt. Und deswegen sollten wir die Sachen beim Namen nennen. Und ich finde, ich wurde auch letztens gefragt, ob das Netz Gefahr oder Chance ist. Und dann hatte ich mir so, Gefahr, also eine Waffe ist eine Gefahr. Das Netz ist erstmal ein Ort, wo man geilen Scheiß machen kann. Aber da, wo geiler Scheiß ist, kommt halt auch noch anderer Scheiß. Und da muss man halt dafür sorgen, dass der geile Scheiß mehr wird. So. Und dann ist das schön im Netz, wie überall anders auch. Yeah, if it's okay to switch to English again, otherwise I cannot speak. Of course, yeah. So I wanted just to comment on what is becoming a really popular term and something that we're all like very worried about, fake news. Fake news is not a new phenomenon. We used to call it propaganda before. But what I feel that, you know, like human society in general and the internet as one of reflections of our abbreviations of human society, it has a power to deform and to reform itself. And sometimes I feel like it works like a pendulum, you know. So what I can tell you from maybe the inside, the backstory from the mainstream media where I work in order to pay my rent. I work as the editor in one of the biggest media corporations in Eastern Europe. What we are doing now, in order to respond to the overwhelming spreading of the fake news, both in the internet platforms, but also in the mainstream media, unfortunately, is that many fact-checking mechanisms are now being implemented and developed that weren't there before, unfortunately. But, you know, sometimes this, like, a very negative backlash against human rights can actually trigger a similarly powerful response. And I hope that this is something that we will be seeing more and more in the years to come. Well, yes, that would be really nice to see it, but also I think we have to be aware of the limits of, like, especially social media. Like, now there are a lot of studies which show, like, the biases of algorithms being implemented in distributing content, so I think that, you know, leftist content is really on the losing side here. Companies that control, like, the vast majority of social media are Google and Facebook, and we know that their bias is quite, you know, non-humanistic. Just few weeks ago, there was a leak that, you know, Facebook and Google were paying substantial amounts of money for purposes of, like, attacking regulations which would regulate, like, climate change. So I think that this is a good example of their political positions. And Facebook is quite good at creating these bubbles where you get, like, stuck in this loop, sharing the same the information with the same people all over again. So I really think that this offline dimension is super important. So to find ways to, you know, to connect with movements, to connect with
institutions, organizations, which can be the material base for carrying our, you know, activistic, socially progressive information. So without that, I'm quite skeptical about the possibilities of online positive propaganda. Du gibst mir eigentlich oder du spielst mir den Ball rüber. Und zwar, ja, die Uhr wurde jetzt schon umgedreht. Wir müssen, ich muss relativ schnell abmoderieren, was total schade ist. Aber um das noch einmal positiv zu wenden vielleicht. Ihr habt jetzt schon ein paar genannt. Es gibt natürlich auch im Internet gewisse Gefahren, gewisse Begrenzungen. Herausforderungen, die man im Blick haben muss. Und du hast jetzt schon angefangen, Andras. Mich würde sozusagen als Abschlussstatement nochmal von jedem von euch interessieren. Vielleicht ganz kurz, wenn ihr es schafft. Was glaubt ihr denn vor dem Hintergrund dieser Grenzen und Probleme, die wir jetzt angesprochen haben? Was ist denn wichtig? Was braucht es, um einen starken Antirassismus im Internet zu haben? Und ich würde sagen, wir machen einfach noch mal abschließend eine Runde. And maybe this time we'll start with you, Andras. You already mentioned an important aspect. I don't know if you want to add something. No. Yeah, I think I would stick to that. So, you know, organize, work on, you know, communication, developing networks of communication, and, you know, really to focus on this material base of information. Go on with you, Milena. Do you want to have a final statement? One word that will change the world? That would be perfect. Keen no, to hear I it. Mean, really, if we knew the answers, we wouldn't be sitting here, I suppose. But yeah, I guess start from yourself. And if you want to get engaged, like, feel free to contact us. Maybe we can do something together. Feel free to contact any of these guys. I suppose that maybe together we can do more than just one person. Ja, wenn wir, nee, das habe ich noch gar nicht gesagt, vielen Dank für die Einladung übrigens, so, das wollte ich auch nochmal sagen, Dankeschön. Also wenn wir wirklich hinwollen zur Gesellschaft der Vielen, das ist, also, ne, das ist ja auch ein Name der Veranstaltung heute, dann ist der einzige Weg, glaube ich, online und offline, und das kam ja wunderschön raus, wie sich das gegenseitig bedingt und voneinander abhängt, dass wir üben, unsere Unterschiedlichkeiten auszuhalten und wertzuschätzen. Die von unseren Gegenübern und unsere eigene, finde ich. Kannst du die Frage nochmal sagen? Ich war auch so gedanklich. Auf jeden Fall, immer wieder gerne. Ich bin so abgelenkt von euch, weil ihr so toll seid da übrigens, ne? Es wirkt so, als würden wir sonst wohin senden und uns hättet ihr so das Zentrum der Macht. Also wir strahlen hier richtig weit aus. Super. Ja, an dieser Stelle vielleicht kurzen Applaus. Vielen Dank für unsere professionelle Dolmetscherin auch. Wow, das als Rampensau. Jetzt hast du die ganze Aufmerksamkeit von dir weggelenkt, aber das letzte... Clever. Du kommst hier nicht raus. Das weiß ich genau. Und darum genau. Geht es, glaube ich, auch. Ich glaube, wir müssen alle Platz machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch die, die schon Bühne haben. Ich merke das auch immer wieder bei mir. Mir hört man mittlerweile zu. Man hört mir aber auch zu, weil ich auch einem gewissen Ideal entspreche. Also ich bin der gute Migrant. Ich kann die Sprache akzentfrei. Ich bin zur Schule gegangen. Ich verkaufe keine Drogen. Ne? Also das ist schon alles ziemlich gut gelaufen bei mir. Und deswegen hört man mir halt auch zu. Aber ganz, ganz viele Menschen hört man eben nicht zu. Und ich finde, es ist auch meine Aufgabe, der Öffentlichkeit hat, die zu teilen, Bühnen zu teilen, abzugeben, Leute einzuladen zu Veranstaltungen, die einfach geilen Scheiß machen. Ich habe letzte Woche hier auch ein Event gemacht und da waren KünstlerInnen da, Heiligsblechle, die waren einfach großartig. Und die gibt es überall und die müssen einfach oder sollten sichtbar werden. Und das passiert, indem man auch sein eigenes Privileg checkt, was es eigentlich heißt, hier auf dieser Bühne sitzen zu dürfen. Und dass das ganz, ganz viele geile Menschen nicht können. Und die müssen aber hier reden, ganz, ganz viel, immer. Ja, wow. Gutes Abschlusswort. Das heißt, Bühne frei für alle, die noch nicht hier drauf sitzen.
Also nein, nicht falsch verstehen, denn bei uns geht es jetzt im Programm direkt weiter. Ich würde sagen, wir können festhalten, wie so oft, es bleibt viel zu tun, aber es passiert schon ganz viel für Antirassismus im Internet. Unser erstes Panel wäre dann heute an diesem Punkt vorbei. Vielen, vielen Dank euch für diese wirklich spannende und lustige Diskussion und eure wirklich, wirklich wichtige Arbeit. Ja, und damit darf ich abgeben an unseren nächsten Act, und zwar Daughters and Sons of Gastarbeiters. Wir hören eine Lesung von Rosaria Quirico, bebildert von Shishek Bacik. Vielen Dank und nochmal einen großen Applaus, bitte.